Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Rabel und Ribatsch, dem Autovlog der Ostthüringer Zeitung. Mein Name ist Jörg Ribatsch. Und ich bin Andreas Rabel. Wir haben heute wieder was Besonderes mitgebracht, ein Auto ohne Markenkennzeichen. Andreas, was hat es damit auf sich? Ja, wir haben den Fiat 500, aber wie man hier sieht, steht schon an der Front 500. Okay, und das Diesel, Benziner, was haben wir denn? Haben wir endlich mal wieder Diesel? Wir fahren mit der Zeit, was angesagt ist. Wir haben ein batterieelektrisches Auto. Also wieder mal ein Stromer. Genau. Was natürlich insofern in die Zeit passt, denn es werden ja mittlerweile mehr Autos zugelassen, die mit Strom betrieben werden als Diesel. So ist es. Man kann gar geteilter Meinung sein, aber wir fahren heute mal mit dem Genau. Wir sind nicht geteilter Meinung, im Gegenteil. Wir haben schon eine Meinung zu dem Auto, es ist schon ganz spannend. Das werden wir euch jetzt im Detail vorstellen, denn da gibt es so ein paar ganz interessante Sachen zu entdecken. Ja, legen wir los. Prima. So, Andreas, bevor wir unser Versprechen wahrmachen, in den Innenraum des kleinen Fiat 500 zu gehen oder zu kriechen oder zu krabbeln, habe ich dir noch was mitgebracht. Schau mal, hier. Oh, ein Dirigentenstab. Nein, mein Lieber, das ist ein Schuhlöffel. Ach so, du meinst, ohne geht's nicht. Genau. Ja, naja, eigentlich heißt ja unser Autovlog Rabel und Ribatsch Einwürfe von rechts hinten. Genau. Ich würde sagen, ich erspare dir das. Das ist so lieb und nett von dir. Ja, aber dabei tun wir dem Auto ja eigentlich Unrecht. Nein, ja, eben. Fiat 500. Gibt es schon eine Weile, könnte man meinen. Aber das Fahrzeug hat nichts mit dem Fiat 500 zu tun, wie man es kennt. Es ist ein Elektroauto, steht auf einer eigenständigen Plattform und ist auch 6 cm länger als der Vorgänger. Na, also bei aller Not wäre es gegangen. Gut, dann gib mir aber auch jetzt schön mal meinen Schuhlöffel wieder bitte. Zurück. Danke. Ja, wir haben noch eine schöne Überraschung. Ja. Weil? Weil diesmal der Motorraum nicht komplett verkleidet ist. Man sieht noch einiges von der Technik. Der E-Motor sitzt an der Vorderachse, treibt die Vorderräder an und wer Ahnung hat, sieht was hier geboten wird. Genau, und sonst ist da nämlich immer eine Plastikklappe drüber und man sieht nichts. Vielen Dank, Fiat. Ja, gut gemacht, danke. Andreas, du hast mir versprochen, dass hier ganz viele Geheimnisse aufzuklären sind im Cockpit. Wo willst du anfangen? Ja, fangen wir mit dem Display an. Hochauflösend und bietet alles, was man haben muss. Navigation, Medien, Einstellung, Telefon, Fahrzeugeinstellungen kann ich hier runter gut auswählen. Bildschirm ist relativ groß, gut ablesbar. Hier oben die Knöpfe, die sind nicht sonderlich groß, aber ich denke mal, man trifft trotzdem die Sitzheizung, wenn es denn sein muss. Und du kannst hier auch einiges direkt anwählen hier mit den Tasten. Und unten kann ich nochmal die Klimaanlage, die Fensterheizung und so weiter direkt anwählen. Und ist hier gut gemacht. Ja, und hier ist was versteckt. Hier was unten, ist das denn? Ja, hier kann ich mein Telefon aufladen. Und was ist das für eine Silhouette? Die Silhouette von Turin, da wo Fiat herkommt. Ist doch aber, nett gemacht. Aber man weiß nicht, ob das Auto dort gebaut wird. Eher nicht. So, dann haben wir aber hier noch was, das habe ich überhaupt noch nicht gesehen, in keinem Auto. Hier die Tastatur. Ja, für ein Elektroauto reicht eine Tastatur. Es ist immer Automatik, ein Gang. Und ich kann hier bequem wählen. Zwischen rückwärts, normal und drive. Kommst du damit in der Praxis gut zurecht? Ich komme damit sehr gut zurecht. Ich musste mich auch nicht umstellen, weil sonst wählt man ja eher in der Mittelkonsole, die hier sehr luftig ist und auch noch ein zusätzliches Fach zum Herausklappen bietet für eine große Trinkflasche. Wenn wir ständig die Klimaanlage aus haben und eine rote Rübe haben, ist es gut, wenn wir jemanden Wasser stehen haben. Genau, die Klimaanlage werden wir gleich wieder anmachen. Mhm. Und dann haben wir noch das Lenkrad, da sind auch noch einige Tastaturen, ist das hier eine Lenkradheizung oder sieht was? Sieht so aus, ja. Genau. Nee, das ist der Knopf für den Co-Piloten, für teilautonomes Fahren. Fiat
bremst dann, hält die Spur, hält den Abstand und macht das, finde ich, sehr lässig, sehr elegant. In meinem Fahrzeug gibt es diese Funktion auch, aber hier ist es so, wenn ich den Blinker setze, beschleunigt das Fahrzeug schon leicht, damit ich dann, wenn ich außen auf der Spur bin, nicht die große Bremse gebe, sondern mich in den Verkehr einordne. Also das ist sehr, sehr gut gemacht. Ja, hier auf dieser Seite sind dann die Knöpfe fürs Telefon und ich kann das digitale Display dann auch noch bestücken, kann mir die Informationen vom Navigationssystem rüberholen, falls der Beifahrer gerne die Musikauswahl in Richtung Volksmusik oder Blasmusik wählt. Bei mir ist eher Rockmusik angesagt. Also es geht vieles. Es geht vieles. Andreas, wir machen jetzt mal was ganz Besonderes. Das hat noch niemand gemacht. Wir gehen jetzt nämlich mal in den Fußraum der Fahrerseite. Suchst du das Kupplungspedal? Das Kupplungspedal werde ich wohl nicht suchen müssen, weil der Stromer bestimmt Automatik hat. Ja. Aber du hast mir auch irgendwas gesagt, dass du das Bremspedal eigentlich nicht mehr brauchst. Ja. Und zwar? Wenn ich als Fahrmodi eingebe Range oder auch Sherpa, dann fährt das Fahrzeug im One-Pedal-Modus. Das heißt also, sobald ich vom Bremspedal runtergehe, bremst das Auto. Holt sich wieder Energie, füttert die Batterie ein bisschen, also rekuperiert und bringt zum Beispiel das Fahrzeug an der roten Ampel, wenn ich das mit ein bisschen Gefühl und Übung mache, sanft zum Stehen und lädt dabei die Batterie auf. Aber es macht noch was anderes, nämlich etwas, was wir im Sommer ja nicht so gern haben. Ja, weil E-Auto ist auch oft Reichweitenangst, komme ich ans Ziel oder nicht. Dafür hat Fiat den Modus Sherpa, benannt nach den legendären Führern im Himalaya, die einen immer ans Ziel bringen. Und auch der Fiat 500 soll einen ja immer ans Ziel bringen, entweder nach Hause oder zumindest zur nächsten Ladestation. Und das Sherpa macht, was ich sonst auch machen würde, um ans Ziel zu kommen, um Strom zu sparen, schaltet die Klimaanlage aus, die Sitzheizung geht vom Radio und so weiter und versucht, alle Verbraucher so gering wie möglich zu halten. Ich kann natürlich, wenn ich es überhaupt nicht mehr aushalte, die Klimaanlage wieder anstellen, manuell. Natürlich verändert das dann die Reichweite. Auf den letzten Kilometer sollte man es sowieso nicht ankommen lassen. Genau. So, Andreas, wir hatten ja versprochen eben, wir gucken uns auch mal den Kofferraum an. Du meinst nur das Kofferräumchen? Oh, Kofferräumchen nur, dann zeig mal das Räumchen bitte. 185 Liter. Bank kann ich umklappen. Für die Kabellage ist eine Tasche. Ist noch kein besserer Platz gefunden, kann man sicherlich besser lösen. Andreas, ein wichtiges Thema ist ja immer die Reichweite bei unseren Stromern. Wie sieht es denn hier bei unserem kleinen, schnuckligen 500er aus? Ja, gut sieht's aus. Die WLTP-Angabe erspare ich mir, aber vollgeladen komme ich auf jeden Fall 240, 260 Kilometer über Land. Das ist in Ordnung. Das schaffen, da kommen größere und teure und viel, viel teurere E-Autos auch nicht weiter. Und in der Stadt, wenn ich es rekuperieren nutze und die verschiedenen Fahrmodi, kann ich gerne über 300 fahren. Und das muss man erstmal abfahren in der City, 300 Kilometer. 300 Kilometer, das langt für einige Stadtfahrten. Ja. Prima. Die Schlussrunde für uns, Andreas, das heißt dein Urteil über dieses, ich sag's jetzt mal, schnuckelige Auto. Ja, du nimmst es vorweg, es ist schnuckelig, es ist sympathisch, es ist gut gemacht, es ist ein wunderschönes Stadtauto und Fiat hat sich wirklich Gedanken gemacht, alles was hier drin ist, hat es mit Sinn und Verstand gemacht, kommt dem Fahrer oder Beifahrer zugute, keine Schuheffekte, passt einfach. Und ein Auto für die Stadt und falls ich von Gera nach Jena ins Büro muss, dann schaffe ich das auch bequem. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu laden, zu Hause an der Steckdose, sogar als Schnelllader habe ich in einer halben Stunde 80% wieder drauf. Das kann wirklich nicht jeder Kleinwagen von sich behaupten. Und 118 PS als E-Mobil reichen aus. Wie sieht es mit dem Preis aus? Ab 23 und noch was. Unsere hat einen Grundpreis von 28.700. So wie er ausgestattet ist, geht er weit in die 30. Das Fördergeld von 9.765 Euro ist eingepreist. Aber es ist, wie gesagt, nett gemacht. Auch die Anmutung, wenn man hier ans Armaturenbrett greift, da haben wir schon billigere Autos gefahren. So ist es. Hallo Andreas, oder besser, tschüss, gute Fahrt für dich. Danke, danke.
Noch habe ich bitte Saft in der Batterie. Ciao. Ciao.